So, der Frederik hier, ihr mit dem Nils. Und worauf alle ganz gespannt gewartet haben, und da wurde ja auch ganz lange geteasert und ein bisschen angestachelt, die Aira-Serie. Da kommen ganz viele Sachen zurück, die man von früher kennt. Aber nicht nur von früher, sondern es ist bestimmt noch was dazugekommen. Und damit wir da einen schönen Überblick bekommen, würde ich einfach mal sagen, Nils, leg mal los. Genau, also du hast schon gesagt, die Aira-Serie bringt einige Klassiker zurück, aber halt nicht nur das, sondern die werden quasi auf das 2014er Level halt geholt. Das heißt, wir haben einmal das System Run, die TR8, die TB3 und den VT3. Ich starte am besten mal mit der TR8. Hierbei handelt es sich quasi um eine Reinkarnation von der 808 und der 909. Beides in einem Gerät, beides natürlich extrem legendäre Drum Machines. Ich glaube, jeder kennt die Sounds, auch Leute, die nicht unbedingt mit elektronischer Musik in Kontakt stehen, werden diese Sounds sofort erkennen. Das Coole hierbei ist, dass es halt nicht Sample-basiert ist oder auf so einem ganz normalen Algorithmus die Sounds erstellt werden, sondern da hat Roland einen neuen Algorithmus erstellt oder eine neue Art überhaupt. Das ist Analog Circuit Behavior. Das heißt, da wurden quasi die einzelnen Bauteile analysiert und dann halt daraus ein großer, komplexer Algorithmus halt geschaffen. Was man im Sound auf jeden Fall hört, weil es klingt wirklich so derbe analog. In Verbindung halt mit dem 96 kHz Audio-Interface ist das wirklich butterweich. Und ich spiele am besten mal einfach mal ganz normal als Pattern an. Bedienung ist natürlich so, wie man es halt von den legendären Geräten halt auch kennt. Ich bin im Step-Sequencer, Record-Mode, habe jetzt hier die Bassdrum einfach angewählt, ganz normal meine Steps gesetzt und bin halt hier ganz normal mit einer straighten Bassline am Start. Ich habe hier die Originalparameter, der Originale, das heißt, ich kann die 808-Kick auch, so wie man es halt kennt, wirklich richtig shaken lassen. Zusätzlich ist hier neu zugekommen Kompressor, um den Messestand beben zu lassen sozusagen. Bei der Snare habe ich auch den Kompressor, der neu dazugekommen ist. Jetzt habe ich hier gerade halt eine 808 Snare Drum drauf. Ich kann die Kits aber auch, ja, ich möchte fast sagen, Bastard-mäßig mischen, indem ich einfach sage, okay, ich habe eigentlich hier meine 808 Kick und habe jetzt aber meine 909 Snare halt dabei. Ne? Alle anderen Instrumente sind auch mit den originalen Parametern halt vorhanden. Ich habe immer die Möglichkeit, wie gesagt, mir meine Kits halt individuell zusammenzustellen aus den vorhandenen Sound, sodass ich halt da wirklich schön gemischte Kits halt herstellen kann. Die Kits kann ich halt abspeichern und natürlich hier dann auch direkt im Zugriff einfach aufrufen. Das Coole dabei ist, ich muss halt nie irgendwie den Sequencer oder was halt unterbrechen, weil da halt immer alles on the fly halt passiert. Ne? So, damit ein bisschen noch was passiert, mache ich uns noch mal eine Hi-Hat dabei. Da haben wir schon den guten Standard-Groove. Das ist halt so der ganz normalen Soundgeschichte. Was dann halt hinzugekommen ist, ist halt richtig cool. Ich kann Reverb, Delay und ein Sidechain für External Ins kann ich halt auch per Step-Sequencer setzen. Das kann ich mal einfach zeigen, indem ich jetzt das Reverb habe und setze das Reverb nur auf die 2 und habe jetzt quasi Boom, Boom. Das Ganze kann ich natürlich auch mit dem Delay machen. Und da habe ich halt extrem viele Variationsmöglichkeiten, weil für jeden Effekt halt auch noch unterschiedliche Algorithmen halt zur Verfügung stehen, die ich hier genau wie ein Instrument halt auswählen kann. Das heißt, kleiner Hall, großer Hall kann ich gelten und alles. Also das macht sehr viel Spaß halt damit rum zu experimentieren und einfach halt die Effekte halt ja auch als Step zu setzen. So. Ja, wie das so auf der Musikmesse ist, haben wir natürlich ein bisschen Konkurrenz, was den Sound betrifft. Ich hoffe ja, dass das so ein bisschen mit rüberkommt. Das ist nämlich ganz cool, was hier passiert. Sind echt schöne Neuerungen dabei. Allerdings haben wir auch nebenan Vorführer, da werden wir bestimmt noch ein bisschen was, ich sag mal, mit etwas direkterem Sound hören. Und dann gucken wir einfach mal ein bisschen weiter. Was gibt's denn noch so? Genau. Dann haben wir hier die TB3 als Neuauflage der 303, also für die typischen Acid-Basslines. Das Coole ist, dass sie jetzt direkt in die TR8 eingebucht ist. Also wird einmal über MIDI halt getriggert und gibt den Sound direkt in die TR8 halt rein. Das heißt, ich kann Lautstärke also auch hier regeln. Das Coole ist bei der TR8, dass wir einmal die wirklich originalen Sounds halt gemodelt haben. Jetzt hier so eine schöne, sehr verzerrte Bassline. Freuen sich alle Acid-Freunde. Zu jedem Sound ist halt immer noch ein passender Effekt dazu regelbar. Haben wir hier zum Beispiel einen großen Hallraum. Das richtig Coole aber dabei ist, dass man sich gesagt hat, okay, wir wollen nicht nur die ganz normalen Sounds, die man halt von der 303 halt kennt, in dem Gerät haben, sondern man ist hingegangen und hat gesagt, okay, eigentlich ist der Charme der 303 ja darin begründet, dass es nicht nur die Klangerzeugung ist, sondern auch die Art und Weise der Programmierung, und hat gesagt, wie cool wäre das, wenn man das mit anderen Wellenformen und Sounds halt kombinieren könnte. Deswegen gibt es hier eine große Anzahl an eigentlich untypischen 303 Sounds, die aber trotzdem mit dem Sequencer halt getriggert werden können. Ne? Dann fällt natürlich dieses große Touchscreen hier auf, das verschiedene Funktionen hat. Einmal kann ich da halt ganz normal meine Programmierung vornehmen, so wie ich es halt kenne. Ich wähle den Step aus,
und wähle halt den entsprechenden Ton dazu aus. Dann kann ich mir die Patterns auswählen und das ist auch ganz intelligent gemacht. Ich kann einmal die Patterns hier anwählen, indem ich halt einfach draufklicke. Ich kann aber auch sagen, ich möchte diese Patterns hintereinander spielen, dann muss ich die einfach nur aneinander klicken. Und mein Lieblingsmove ist, ich kann auch Patterns spielen, die nicht direkt nebeneinander sind, indem ich die einfach so miteinander verbinde und denen quasi den Weg zeige, wo es halt zum nächsten Pattern geht. Dann habe ich ein Envelope Modulation NXY-Funktion hier drauf. Ich kann den Synth auch quasi stufenlos auf dem XY-Pad spielen und ich kann natürlich aber auch ganz normal das Keyboard halt spielen. Ne? Und ich habe natürlich hier auch den Scatter-Modus, der auch in der TR-8 drin ist, wo im Prinzip das aktuelle Signal halt geresampled wird und dann halt rhythmisch anders zusammengesetzt wird. Es gibt verschiedene Algorithmen mit verschiedenen Auflösungsstufen, kommen sehr schöne glitchy Sounds bei raus, die man echt sehr intuitiv einfach dadurch einsetzen kann halt. Ne? Auch hier ein Audio-Interface mit eingebaut. Das Coole bei den beiden ist, auch bei der TR-8, deine TR-8 ist sogar ein 14-kanaliges Audio-Interface. Das heißt, wenn man eine DAW wie Ableton zum Beispiel oder irgendwas anderes dahinter hat, dann kann man tatsächlich alle 14 einzelnen Instrumente halt in die DAW direkt routen und dann da weiter aufnehmen. TB3 kann man auch direkt aufnehmen, das heißt, man muss gar keinen Umweg über irgendwelche Audiokabel nehmen, sondern kann halt wirklich direkt halt ins Gerät halt reinrouten. Ne? Ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo man merkt, dass man da tatsächlich nicht nur das aufruft, was vor einiger Zeit mal sehr beliebt war und auch immer noch sehr beliebt ist, sondern auch wirklich weiterdenkt. Und apropos weiter, gehen wir mal weiter. Genau, dann haben wir hier das System Run. Das ist in der einen Art ein ganz neuer Synthesizer, also einmal mit dem Namen System Run. Der hat hier ganz normal seine LFO-Einheit, seine Oszillatoren, Sub-Oscillator, Envelope Pitch, Filter, Hüllenkurve für die Klangerzeugung und für die Filter, was man halt von so einem Synthesizer alles erwartet. Das Coole hierbei liegt aber eigentlich in dem Prinzip, dass wir zwei unterschiedliche Modi haben. Wir haben einmal der System Run, also der neue Synthesizer, der hier drin ist. Und wir haben das neue Plug-Out-Konzept. Jetzt denkt man sich, okay, was ist mit Roland los? Wissen die nicht Plug-In, Plug-Out, irgendwie was der Sache ist? Aber der Name ist schon gerechtfertigt, denn hier gehen wir den anderen Weg. Normalerweise beim Plug-In lädt man ja irgendwie einen Synthesizer irgendwie auf dem Computer. Und hier ist es so, dass wir quasi unterschiedliche Synthesizer-Modelle haben, die wir ins Gerät laden können und die auch dann tatsächlich im Gerät sind. Das heißt, es wird zum Beispiel als erstes ein SH101 zur Verfügung stehen. Der wird dann wirklich ins Gerät geladen und das heißt nicht, dass einfach hier nur die entsprechenden Parameter gemappt sind und man dann halt die Software damit steuert, sondern es wird einfach ins Gerät übertragen. Das heißt, auch nach Beendigung der USB-Verbindung wird der Synthesizer einfach tatsächlich im Gerät abrufbereit sein und mit allen schönen Drehreglern richtig wie ein echter Synthesizer einfach oder wie ein analoger Synthesizer einfach spielbar sein. Und das ist natürlich extrem cool, wenn man halt eine große Collection hat und sagt, okay, heute nehme ich mal den mit, heute nehme ich mal den mit und ich habe ihn wirklich dann einfach standalone im Gerät halt zur Verfügung. Ne? Das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr coole Sache. Ein Gerätchen haben wir noch übrig und ich glaube, das macht auch einiges Spaß dann, ne? Auf jeden Fall, das ist für alle Telefonterroristen hier ganz gut geeignet. VT3 ist natürlich auch eine Wiederauflage und viele legendäre Sounds eigentlich, gerade was diesen Oldschool-Pitch-Algorithmus hier betrifft, Intergalactic, nur mal so als Beispiel ist da zu nehmen. Aber auch der wurde quasi erweitert, also wir haben einmal natürlich hier diesen immer zur Verfügung stehenden Pitch- und Formantenregler. Dann können wir immer einfach Reverb halt zuregeln, wir können natürlich das Verhältnis zwischen Effekt und normalem Signal halt mischen. Und dann haben wir hier unterschiedliche Algorithmen, die halt noch diverse Effekte halt auslösen. Also einmal kann man halt tatsächlich einfach durch seine Stimme einen Synthesizer-Sound auslösen. Oh, wenn man nicht so in der Box steht. Wow. Dubstep mit dem Mund produzieren. Hat auf jeden Fall unterschiedliche Algorithmen. Wenn man eher auf Scooter steht, klickt man vielleicht das Megafon an und sagt Hyper Hyper. Ein Gerät, was auch direkt einlädt, einfach ans Mikrofon anzuschließen und einfach damit zu performen, weil es einfach diesen direkten Zugriff hat und den direkten Regler und es einfach fun macht. Ja, wunderbar. Dann haben wir dort auf jeden Fall das Dream Team zusammen und ich glaube, daran merkt man auch hier ganz gut, dass so lange Teasern und lange Anstacheln doch tatsächlich Sinn gemacht hat. Spaß gemacht und wir schauen einfach mal weiter.